Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Ja, und ich habe mir jetzt extra die Taste auf Alt F10 und nicht mehr Alt F9 gelegt fürs Laden, fürs Aufnahme starten, weil ja, F9 ist Laden und das ist nicht so ganz klug. Und ja. Ich wurde auf Skype angeschrieben oder in der Gruppe. Ja, das sieht aus wie gelber Rauch, wie von Schwefel. Ich würde auf jeden Fall sagen, legen wir los, ne? Matt. Okay. Ein Lotterieschein. Aha. Nachtpirscher, was haben wir da? Pulverbandit, aha. Red. Legions Mischling. Und der Typ redet gleich mit mir, oder wie? Da ich... Nee. Hi. Keine Bange. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen, wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass Sie vorbeischauen. Ich möchte, dass Sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht, sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann, wenn Sie weiterziehen, dann sollen Sie jedem, dem Sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. Ja. Ja, natürlich. Sie wissen, Legion ist jetzt... Du hast einen Hundekopf auf. Warum sollte ich... Vergewaltigungen und Gräueltaten, also ihre Verbrechen sind nur unschuldbar. Ich bin zwar kein Gläubiger, kein Verteufler von sowas auf brutalste Art und Weise, aber ihre Verbrechen sind unschuldbar. Das sind alle Verbrechen. Nein. Wenn Sie das als so schlimm empfinden, greifen Sie uns doch an. Dann werden Sie bald gar nichts mehr empfinden. Das könnte man sehen, wie man will. Ich bereite das mal kurz ein bisschen vor, ne? Nee, warte, die hat mehr Schuss, ne? Das ist das Lustige. Hi. Ach ja, wie nett. Wett? Na, ah, das war glaube ich ein Fehler, in diesen Raum zu gehen, ohne Nee, es war ein Fehler. Warte, ich muss das nochmal überdenken, wie ich das hier mache. Er muss mir vor allem... Ein Ausweg. Na, ich bin so dämlich. Ja, natürlich, ist doch ganz klar. Weg hier! Ja. Hallo? Na, reicht schon? Noch nicht. So. Da bist du. Ja, da bin ich. Vergeltung! Red. Macht Spaß. Oh. Ach, das ist so lustig. Wie die es verkacken. Gegen einen Anfängling, der bei etwa 5 Spielstunden liegt. Geben Sie sich einen Rock. Ihr Welt. Oh. Bin ich verkuppelt wieder? Na. Ah, wunderbar. Hi. Hi.
Okay, ich sollte beim nächsten Mal vielleicht darauf achten, dass ich Skype ausschalte, fällt mir gerade mal so auf. Oh, das ist der Cowboy-Repetierer, wie auch immer ich den nennen soll. Gar nicht mal so schlecht, den könnte ich reparieren. Der ist auch gar nicht so schlecht, ne? Schaden 16, siehst du? Hallo? Ah, da bist du. Hi. Ich wollte dir mal kurz den Kopf wegmachen, ne? Darf ich doch, oder? Danke. Ah, verdammt. Gemieden. Bei der Situation, ja, das stört mich nicht. Jetzt ist der Briefkasten verschmutzt. Scheiße. Das wollte ich natürlich nicht. Matt, wer liefert, lässt sich denn eine Flasche Sunset Sauce Perilla liefern? Wenn man das mal so fragt. Oh man, die Taktik war echt gut. Muss man jetzt zugeben. Rekrutenhelm. Ich bin aber überlegen, ey, sie ist zu weich. Das ist echt schlimm. Soldatenhelm 2. Und was bringt der Rekrutenhelm? Auch 2. Gewicht 3. Gewicht 3. Ja, okay. Ja, okay. Ja, wie war das mit dem, ich werde nichts mehr spüren? Habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Warte mal, wenn ich jetzt eine Stunde schlafe, ne? Ach schade, dann dachte ich, wäre ich geheilt. Matt. Oh. Oh. Nachladerbank. Ja, ja. Müssten hier nicht noch ein bisschen mehr liegen? Oh, ein Ödland-Omelett. Oh, jetzt ein Omelett wäre schon geil. Oh man, sind alle nur Alkohol da drin. Also, warte, der Cocktail ist gut, ne? Teuer meine ich, deswegen nehme ich damit Mehl. Wow. Irgendeiner dieser Typen fehlt doch noch. Dieser Typ mit dem Hundekopf. Wo ist denn der? Habe ich den Trosten erledigt? Oh, ein Beowulf. Was ist das nochmal, eine Anspielung? Ist das von Armageddon? Ich muss gerade überlegen, auf was das eine Anspielung war. Ohne Beo. Nee, komme ich nicht drauf. Hä, wo ist denn jetzt dieser Typ mit dem Hundekopf? Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Wo ist denn der? Den Rekrut, der ist ja irgendwie Vulpus. Kulpus. Vulpus Interruptus, irgendwie so, keine Ahnung. Soll mich jetzt aber nicht stören. Ich habe die Legion nur meinen nützlichen Part kleiner gemacht. Das ist ein schönes Gefühl, ne? Kann ich in das Haus? Fällt mir so gerade doch. Oh mein Gott, ich war gerade dabei, noch die Folge aufzuschreiben. Warte, habe ich nicht irgendwo. Warte, Muni. Hier, Plasma. Matt? Boom!
Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, jetzt habe ich eine Kaffeekanne mitgemacht. Noch mehr, warum sollte ich? Eichhörnchen, Eintopf, frischer Mais, gegrillte Schnecke, alles so Sachen, die ich gerne essen würde. Am liebsten natürlich die gegrillten Schnecken. Oh, Kartoffelchips. Die haue ich mir jetzt rein, direkt. Oh, du bist. An dein Terminal? Ein Stromleiter, brauche ich den nicht? Bad. Legion's Ohr. Kann man damit nochmal irgendwas machen mit dem Legion's Ohr? War da nicht was? Oder war das, verwechsel ich das gerade mit Fallout 3? Eine Lederrüstung. Oh, eine schöne Uhr. Warum drei Uhren? Warum auch so ein komisches Zimmer? Wett. Warum so eine komische Wohnung? Warum ist da eine... Hä? Okay. Diese Wohnung verstehe ich nicht ganz. Stromleiter. Altmetall? Ich bin wahrscheinlich sogar nicht mal alleine, wenn ich sage, ich verstehe diese Wohnung nicht ganz. Was ist denn das? 9 mm. Einschussflinte? Oh. Also die Plasmapistole kann ich hier doch noch wegwerfen. Die ist ja dann doch nicht so gut. Die Einschussflinte ist auch nicht gut. Ja. Die Hülsen. So, jetzt wird es auch schon langsam eng. Terminal. Das erste, glaube ich, ne? Kann das sein? Reset der Zentralrechnerverbindung. Was? Spezifikation. Endlich sieht die Lage wieder besser aus. Beide Gutsies laufen und dieses Terminal funktioniert ebenfalls. Nun kann ich ein regelmäßiges Tagebuch füllen. Ich habe ihn für Bürgermeister Stain ebenfalls ein Terminal bereitgestellt, damit er seine Geschäfte erledigen kann. Als Belohnung gab es eine kostenlose Nummer mit Rosie. Ich kann nur sagen, yippie. Jetzt muss nur noch ein Mädel nach Nipton kommen, das noch nichts über mich weiß. Wenn ich ihr meine Gutsies zeigen kann, bevor sie mich wird sie beeindruckt sein. Das reicht dann schon. Das muss dann reichen. Es kann schließlich nicht jedermann da draußen einen Roboter reparieren. Ich werde ihr erklären, dass sie nie Hausarbeiten erledigen muss. Das ist doch ein schlagendes Argument. Es wäre so schön, wenn ich nicht mehr für Rosie bezahlen müsste. Diese Schreiberei ist schwieriger, als ich dachte. Ich mache jetzt besser Schluss. PS, um die maximale Wirkung zu erzielen, zeigt man einem Mädel nur ein Gutsy. Dann wartet man, bis sich Bewunderung breit macht und dann holt man den zweiten Gutsy raus. Ja. Naja, so kompliziert sieht das zu mir jetzt nicht aus. Oh, ich dachte, ihr hättet jetzt den Safe aufgemacht. Meine Güte, was hier passiert ist mal wieder heute. Und noch ein Haus in Lippen. Na, das kann doch nicht sein. Oh, das kann eine Truhe nicht leeren. 9 mm, hey. Noch eine Schachtel Zigaretten. Cram. Im Ofen ist noch ein Ödland-Omelett. Oh. Ein Kühlschrank ist auch wieder tolle Sachen. Eine Stange Zigaretten. Und ein Briefkasten, der leer ist. Okay. Das Rathaus gehe ich gleich. Prüfen wir, dieser Mensch ist dem Tode nahe, das Losmachen von Kreuz würde ihn unweigerlich zum Tode führen. Warte mal. Ich meine, das bringt Karma, wenn man die erschießt. Kann das sein? Bad. Das macht einfach gar nichts, okay. Brauche ich also nur Money.
Naja. Was habe ich hier wieder? Ah, auch wieder tolle Sachen. Die Teller brauche ich nicht. Oh, Korken. Ist jetzt natürlich schwer, die aufzusammeln. So. Bad. So eine Lampe hat doch niemand in seinem Schlafzimmer. Kannst du mir also sagen, was du willst? Noch ein Stromleiter, ey. Was ist denn das hier? Jetzt ist mein Gewicht schon wieder voll. Reinigungsmittel, wofür im Leben? Ofen, Lego an einem Stiel. Fleisch und Bohnen. Ja, dann esse ich halt was. Ja. Fleisch und Bohnen und dann drehe ich noch Wasser. So. Dürfte es mir sogar relativ gut gehen, ne? Jo. Okay, das Autos kann ich erst danach. Ich muss jetzt mal wieder zum Mojave Outpost. Dann muss ich da hochgehen und von der Situation berichten, aber nicht über die Gräueltaten berichten. Und dieses Fass muss ich natürlich auch noch umkippen. Und meine Waffe kann ich holstern, damit ich ein bisschen schneller unterwegs. Hi! Waren Sie schon im Rathaus von Nipton? Die Rauchfahne wird nicht kleiner. Nipton wurde von der Legion angegriffen. Die Legion? So weit im Westen? Das ist doch wohl ein verdammter Witz! Oh, verdammt! Das ist nicht außerhalb der Grenze. Sie rücken an und das schnell! Nipton war nicht die freundlichste Stadt, aber... Nun gut. Danke, dass Sie sich das für mich angeschaut haben. Leider beruhigt mich das nicht sehr. Ich bin jetzt angespannter als je zuvor. Hatten Sie dort Freunde? In Nipton? Nie im Leben. Das war ein Drecksloch und es hat sein Schicksal verdient. Aber nicht durch die Legion. Sowas verdient niemand. Nun, danke, dass Sie den Weg gelatscht sind, auch wenn es schlechte Neuigkeiten waren. Hätten wir doch nur genug Truppen, aber wir müssen ja hier bleiben. Die beschissene Mojave geht vor die Hunde. Und ich kann hier nur rumsitzen und dabei zusehen. Ja. Oh, neues Level. Es geht hier fix. Wie Maggie. Okay, 17 jetzt sogar. Hätte ich nicht gerade erst 16 in der letzten Folge oder wann das war? Dietrich. Dann mache ich erstmal was auf Dietrich. So. Energiewaffen nutze ich kaum. Feilschen wäre schon gut. Nahkampfwaffen, naja, Schusswaffen würde ich sagen. Schleichen. Ich mache einen auf Sprengstoff, so. So, was haben wir hier mit dem extra Schatzsucher, wenn Sie den Behältern wesentlich mehr Coca-Cola-Kuchen? Nee. Wenn Sie eine Pistole verwenden, ist die Repetition erheblich erhöht. Mit dem extra blutiger Tod explodieren, die sie töten oft in einer roten Matschewolke voller Gedärme und Augäpfel. Was für ein Spaß. Oh, und außerdem fügen sie mit allen Waffen 5% zusätzlichen Schadens hinzu. Das nehme ich wahrscheinlich auch. Ihre starke Persönlichkeit inspiriert ihre Begleiter. Nein. Ja. Ich nehme das mit dem blutigen Tod. Das ist eigentlich so ziemlich das Beste. Jetzt muss ich nur noch meine ganzen Sachen verkaufen. Naja, hier darf man die ja nehmen. Da war ja was. Ich sollte mal gleich Skype ausmachen. Aber erstmal verkaufe ich meine Sachen. Hohoho, das war fast schon ein Reim. Doch kein Cut. Also ihr hier. Ne, ihr wisst schon. So, der hat wieder viel Geld. Das finde ich toll. Oh. Das war ja quasi schon viel. Cowboy-Repetierer. Kann ich auch gleich die Pistole, die Muni hier verkaufen?
Die Muni kann ich auch verkaufen, der Flammenbrennstoff. Die 9mm Bildmuni auch. Schachtelzigaretten. Die kann sie bestimmt gut verkaufen. Diese Zeitung. Eigentlich auch. Den Atomcocktail, klar. Die Legion-Rüstung. Eigentlich auch das Dienstgewehr. Eine Pistole. So. Warte mal. Reparieren. Was habe ich jetzt noch, was so schwer ist? Das ganze Essen, ne? Ich gehe mal durch und gucke, was für Essen ich gar. Ach ja, die Ameisen Nektare. Klar, wie man die Metzger nennt. Fleisch und Bohnen. Eigentlich lecker. Gecko-Fleisch. Ja, ich mach das auch mal weg. Gegrillte Schnecke ist schon echt gut. Lego ein bisschen ist jetzt nicht so gut. Mentats benutze ich nicht. Oh, Psycho. Wildkürbissamen, das zieht kaum Gewicht, ist das Ding. Die Yucca-Banane, die esse ich mal gleich noch direkt. Alle 5, glaube ich, kann ich da direkt essen. So. Und dann würde ich sagen, mache ich das. Dürfte auf den nächsten Weg das am besten liegende sein. Mit dem Java Drive Invert. Hier sind so viele Sachen schon, ne? Freigeschaltet. Wett. Kein Fallen Hope. Novak. Ah nein, nein. Ich gehe noch ins Rathaus. So eine Patrouille durch die. In der nächsten Folge zwar, aber ich gehe ins Rathaus. Ich hoffe, dass mein Blutgewicht reicht. Ich frage mich echt, wo dieser Typ mit dem Hundekoppel ist. Naja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Also bis dahin und tschüss.